Hätte ich dieses kleine unscheinbare Teil schon Jahre früher gehabt, hätte es hier ganz anders ausgesehen. Ist zwar eine scheiß Arbeit, ich muss auch noch sehr vorsichtig sein, wegen der Wintergäste, aber gut, so weit gibt es auch direkt als Maschine, aber was soll's. So. Aber beobachtet mal das Verhalten der Flüssigkeit, die hier rauskommt. Da ist wohl zur Fülle drin oder wie auch immer. Das ist richtig mit Arbeit verbunden. Wie gesagt, hätte ich das Teil schon früher gehabt, hätte ich damit auch schon viel früher anfangen können. Aber auf was ich hinaus will, ist das Verhalten der Flüssigkeit. Weil ja es Experten gibt, die felsenfest behaupten, von dem Misthaufen würden Flüssigkeiten auf den Hof laufen. Sei es Jauche, sei es Gülle, sei es Pferdepisse. Es gibt wirklich Leute, die behaupten, hier aus diesem Misthaufen geht Flüssigkeit auf den Hof. Wer dieses weiterhin behauptet, sollte nochmal in die 5. Klasse gehen, Anfänge der Chemie, Erdanziehung, geneigte Ebene und so weiter, ne? Also von daher. Ja, ist keine schöne Arbeit, aber ich hab da noch ein paar andere Ideen. Ich krieg ja auch Tipps, was ich damit noch alles machen kann. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein vorsichtiges Vortasten. Also ich weiß nicht, warum halten sich die Flüssigkeiten nicht an das, was Experten behaupten, sondern laufen immer zurück zum Misthaufen, aber nicht auf den Hof. Ich hoffe, das sieht man im Video. Ja, manchmal sind 50 Kilo wirklich zu blitzer. So. Also wie gesagt, selbst die Flüssigkeiten verhalten sich anders, als es irgendwelche selbsternannten Experten behaupten. Woran das wohl liegt? Ich glaube, so was wie Naturgesetze, die geneigte Ebene, Erdanziehung, dass alles zum Erdmittelpunkt strebt und nicht irgendwohin. Dann regen sich die Leute auf, dass ich ihnen anhand von praktischen Beispielen zeige, dass sie Scheiße erzählen. Ich sage also, wenn ich das Teil früher gekriegt hätte, hätte ich viel früher mit dem Schlabber hier angefangen. Klar, ist eine Sauarbeit. Das muss reichen. Das muss reichen. Aber so nach und nach. Ich weiß, es gibt auch in groß, richtig mit Strom und so weiter, aber habe ich nun mal nicht. Also wer Pferdemist von mir haben will, vor allem zum Teil schon Humus, der kann den sogar richtig schön abgepackt und mit Schleifchen bekommen. So ist ja nun nicht. Das raus. Wie gesagt, ich muss noch sehr, sehr vorsichtig arbeiten, weil ich ja hier noch Wintergäste drin habe. Aber die ersten 15 Dinger habe ich schon voll. Jetzt mache ich wieder 10 fertig. Dann nochmal 5. Dann passt das für heute. Klar, ist eine saure Arbeit. Aber wer zu sowas nicht bereit ist, der sollte sich auch keine Tiere holen.
Gut, es muss jetzt nicht so extrem sein wie in meinem Falle. Aber man sieht, ich lasse mir was einfallen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Oh. Und ich habe da noch viel mehr Ideen, die da in Arbeit sind. Mal gucken, wann ich die vorstellen kann. Mal jetzt erstmal das hier machen. So, wie gesagt, ein kleiner Einblick. Ich hoffe, man hat gesehen, wo die Flüssigkeiten hingehen. Die verhalten sich anders, als irgendwelche Experten behaupten. Ja, wer also behauptet, hier würde irgendeine Flüssigkeit vom Misthaufen auf den Hof fließen, hat keinerlei Ahnung von Physik. Und ist irgendwo ein bisschen dumm im Schädel. Ja, gut. Das Grobe habt ihr erstmal gesehen. Und ich mache jetzt hier erstmal weiter. Und dann schauen wir mal, ne? Gut, bis denne dann.